Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir denn die besten Feldbetten im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Feldbetten im Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Relax Dice Feldbett. Das erschwingliche Feldbett von Kann in drei Farb- und Größenvarianten gekauft werden und ist aufgrund seines geringen Gewichts und seiner sehr einfachen Montage und Demontage besonders für alle Aktivitäten im Freien wie Camping, Angeln oder Trekking und so weiter geeignet. Die Abdeckung besteht aus 600D Polyester, das sehr widerstandsfähig ist, und die Unterseite ist ebenfalls mit PVC bedeckt, sodass keine Nässe nach oben eindringen kann. Umzug auf Nummer 4 haben wir die MFH US Camp. Das Campbett im Stil der US-Armee aus Aluminium und Nylon hat einen starken mittleren Preis, der auch dem Gesamteindruck des Bettes entspricht. Es ist in vier Farbvarianten erhältlich und bietet eine Liegeposition von 195 bis 65 cm, damit größere Personen gut auf dem Bett schlafen können. Das gesamte Setup konnte im Test recht gut durchgeführt werden und konnte in erster Linie von einer einzelnen Person ohne Probleme durchgeführt werden. Auf Platz 3 haben wir die Kronenburg Feldbett XXL. Das Kronenburg D-Sichen dominierte als bestes Feldbett. Im Allgemeinen beeindruckte es durch sein wirklich robustes Gebäude und seine hohe Tragfähigkeit von 200 kg. Das Gebäude ist sehr kompakt und dank des stahlverstärkten Aluminiumrahmens äußerst sicher, gleichzeitig aber mit nur 7,5 kg angenehm leicht und einfach zu verstauen. Die hohe Haltbarkeit resultiert aus der hervorragenden Materialdichte der Aluminiumstäbe mit einer Dichte von 25 bis 25 mm oder 25 bis 35 mm. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Semptic Urban Survival. Der NC8835 ist eigentlich kein Feldbett. Aufgrund der Tatsache, dass das Feldbett zusätzlich zum eigentlichen Produkt mit einem Zelt, einer Matratze und einem Schlafsack ausgestattet ist, führt dies zu einem 4-in-1-Gesamtplan, der sich ideal für Campingausflüge eignet. Wenn Sie leicht liegen möchten, die Montage ist schnell und einfach und die Abdeckungen sind bei 30 abwaschbar. Die Luftmatratze misst 189 bis 77 bis 15 cm und kann so auf das Kinderbett gelegt werden. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die KO Camping Feldbett. Das mit Abstand teuerste der Sichen im Test war der 6320 von KO. Die hohe Rate ist auf die im Bett verwendeten Produkte zurückzuführen. Abgesehen von Verstärkungen in den Querfugen, in denen das Bett gefaltet ist, werden nur Holz und eine hochwertige Leinwand als Bettoberfläche verwendet. Dadurch treten im Liegen keine Quietschgeräusche auf und die Tragfähigkeit ist deutlich höher als bei einfachen Aluminiumrahmen. Mit einem Gewicht von 10 kg ist das Bett jedoch ähnlich schwer. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.